will live sein. Zeigt auf jeden Fall live an, es ist grün. Genau, es ist grün, wir sind on air sozusagen. Also hallo ihr lieben Zuschauer, die da vielleicht hoffentlich gleich reinkommen werden. Wir haben schon mal gesagt, wir drücken schon mal den Startknopf, wir sind ein klein bisschen früher. Und wir möchten euch heute, die liebe Shadia und ich, zu dem Shine-Online-Kongress, mein Online-Kongress, der am Montag startet, herzlich einladen. Und wir möchten euch schon ein bisschen erzählen, was unser gemeinsames Interview sein wird. Mhm. Und wir haben auch schon einen Tipp mitgebracht, den wir gerade heute gerne mit, oder was heißt ein Tipp, eine Inspiration, die wir gerne mit euch teilen möchten. Genau, ein paar Gedanken. Ja. Genau. Ja, vielleicht erstmal vorab. Also ich möchte euch gerne einladen. Seid doch mit dabei beim Shine Online Kongress. Wir starten am 4. Dezember, am Montag. Und das Ganze geht bis zum 20. Dezember. Es warten tolle Speaker auf euch. So eine, nein, das ist immer falsch rum, wie hier neben mir ist. Nee, weißt du, was mir gerade in den Sinn kommt? Weißt du, wir haben in Italien das Ganze auf Papier gekritzelt, diesen ganzen Scheinkongress. Haben wir ein bisschen darüber von dem Entstehungsprozess was erklären? Ja, gerne. Magst du erzählen? Ja, gerne. Also ich habe das folgendermaßen in Erinnerung. Vielleicht war deine Erinnerung eine andere. Wir werden gleich abgleichen. Aber Julia war bei mir in Italien, in Maria, wo wir so ein kleines Haus haben, die wir zwei Jahre mieten. Sie war mit ihrem Mann Alex da. Und wir haben immer Schwierigkeiten, wenn die Männer dabei sind, weil sie wollen immer nicht, dass wir über Business sprechen. Und Julia und ich kommen nichts anderes in den Sinn, um über unsere Ideen zu sprechen. Und Julia hat vor kurzem einen Kunden gehabt. Ich glaube, der hat einen veganen Kongress online gehalten. Völlig ohne. Das ist der liebe Ingo. Ingo, falls du uns hier zuhörst, sagen wir genau. Ja, er hat mich angefixt. Ja, er hat Julia angefixt. Und ich kann mich erinnern, Julia hat gemeint, er hat es mit großem Erfolg gemacht, aber er hat auch das sehr intuitiv gemacht. Er hat nicht gewusst, wie funktioniert exakt ein Online-Kongress. Er hat einfach gemacht und es war sehr gut. Und wir hatten überlegt, wie könnte man einen modernen Kongress machen? Wie könnte man das unkompliziert machen? Und haben das quasi auf eine Seite Papier skizziert und schon gedacht, getan. Wir hat das begonnen umzusetzen und schwuppsdiwupps waren die ganzen Speaker on board. Oder Julia? Ja, also ich muss sagen, jetzt so, genau, meine Idee war ja, dass ich einen total unkomplizierten Kongress mache, einfach weil ich gerne das dieses Jahr noch realisieren wollte und keine Zeit hatte, das jetzt irgendwie 5, 6 Monate zu planen, wie es die meisten tun, die und alle Videos vorzuproduzieren und so weiter und so fort. Deshalb habe ich gesagt, wir machen das, letztens hat jemand gesagt, lean, also so lean. Ganz spontan, alles live, aber ich muss echt sagen, ich habe heute auch, ich habe einen Hexenschuss und habe deshalb ein bisschen eigentlich einen anderen Termin gehabt, der ist dann, also ich habe mir mit dem Hexenschuss irgendwie Zeit freigeräumt, unbewusst für den Kongress und ich muss sagen, es ist doch noch recht viel Arbeit, aber ich freue mich drauf, es macht Spaß. Okay, wir werden in einem separaten Gespräch gucken, was haben wir uns ausgedacht an dem Tag und was ist tatsächlich geschehen. Und dann vielleicht machen wir später noch ein Interview nach dem Kongress dazu, oder? Das machen wir. Das ja. Genau so ein, was war vorher die Idee und wie ist es nachher? Ja. Ja, das machen wir. Aber jetzt sind wir ja so ganz am Start. Und ja. Vielleicht, um einfach unsere Zuschauer, ich sehe, wir haben erste mit dabei, schickt uns doch mal ein paar Daumen hoch oder ein paar Herzchen, dass wir uns hier nicht so alleine fühlen. Da freuen wir uns. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gell, immer Fragen schreiben, kommentieren, freuen wir uns auch. Und jetzt möchten wir euch gerne so einen kleinen Einblick geben in unser Interview, was im Rahmen dieses Kongresses dann noch ausführlicher eine Stunde stattfindet. Wir wollen jetzt nur so 10 Minütchen draus machen. Und zwar, ich werde die liebe Shadia natürlich, wir werden so ein bisschen unsere Geschichte erzählen. Wir kennen uns ja jetzt schon einige Jahre hier online und auch offline. Ja. Und ich möchte natürlich von dir gerne erfahren, was hat dich ins Online-Business gebracht? Was war so dein Weg in die Selbstständigkeit? Was hat für dich gut funktioniert? Also einfach da auch zu gucken, ja,
was hat gut funktioniert und wo waren auch Herausforderungen. Also das wird so ein Einblick sein auf der einen Seite. Und wir haben uns vorher überlegt, dass wir das Geschäftsmodell hochpreisiges Coaching-Programm in deinem Interview noch ein bisschen beleuchten wollen. Ja. Das und, wollen wir. Ja. Genau, und was wir uns für heute gedacht haben, dass wir einen Gedanken mit euch teilen, weil wir zwei, wir sind zwar beide im Online-Business unterwegs, gell, aber wir ticken recht unterschiedlich, oder? Was sagst du dazu, Shelia? Ja, definitiv, definitiv. Wir hatten ja auch in Italien darüber geredet, gell? Ja. Genau, und deshalb gerade was das Thema, vielleicht fange ich einfach an und erzähle euch mal so meine Gedanken rund um das Thema hochpreisiges Coaching-Programm und dann gebe ich rüber zu dir. Ja. Also für mich war das noch so ein Punkt, der auf meiner Agenda des Online-Business vielleicht gefehlt hat, also wirklich so ein hochpreisiges Coaching-Programm, wobei ja immer hochpreisig relativ ist. Und ich habe einfach ja in diesem Jahr ja versucht, ich sage es auch wirklich so, das auf den Markt zu bringen. Und ich habe einfach gemerkt, das ist für mich irgendwie nicht das Geschäftsmodell, wo ich die ganz große Freude dran finde. Also es gibt da einfach, ich habe gern meine Online-Kurse, meine Angebote, auch nicht unbedingt diese Angebote, die ein Jahr gehen, sondern wo wir wirklich sagen, wir haben ein konkretes Thema, dann machen wir das 4 Wochen beispielsweise und dann kommt das nächste Thema. Also ich bin ja da auch ein sehr kreativer Mensch. Und ja, von daher ist es irgendwie für mich gerade, also es kann sich ja alles noch ändern, nicht so das riesen wichtige Thema. Und wir haben auch in Italien uns drüber unterhalten, ja, und auch so, glaube ich, zwischendurch, dass es bei dir, glaube ich, da ganz anders aussieht, oder? Magst du das ein bisschen mit uns teilen? Ja, gerne. Und ich weiß, wir haben nur kurze Zeit, aber vielleicht hole ich ein klein wenig aus, weil ich habe mein Online-Business gestartet. Offiziell in 2009 habe ich mich selbstständig gemacht und 2010 bin ich richtig auf den Markt gegangen. Und damals gab es in Deutschland einfach sehr wenige Leute, die online waren, also Coaches, Trainer, Berater und so weiter. Und ich habe meine Aufmerksamkeit nach USA gerichtet und damals war so ein Trend. Ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, Julia, zu der Zeit, aber der Trend war, versklave dich nicht mit 1:1 Zusammenarbeit, don't sell your time for your money und alle haben, oder? Kennst du das? Und alle haben gepredigt von, und du brauchst Online-Programme, Online-Bootcamps und passives Einkommen, Selbstlernkurse und das war schon damals in Amerika schon auf dem Vormarsch und heutzutage, oder sage ich mal in 2014, 15, 16 ist es nach Deutschland gekommen, das war auch so die Rede. Das heißt, als ich begonnen habe, mein Business aufzubauen, habe ich genau nicht mit 1:1 Coaching begonnen, sondern irgendwie, weil alle das gemacht haben mit den Gruppensachen und Selbstlernkurse, habe ich genau dort angefangen. Und es war erst in 2013, ich bin zu Fabienne Fredrickson in dem Mentoring gekommen und sie hat immer gesagt und wirklich voll dahinter gestanden und gesagt, hey, fange mit dem 1:1 Coaching an. Werde richtig gut in dem, was du tust, verstehe, was deine Zielgruppe überhaupt braucht und dann, wenn du später Lust hast, wandel das in mehrere Leute erreichen um. Und witzigerweise habe ich dann einen Schritt zurückgenommen und mit dem 1:1 begonnen und in dem Doing von dem habe ich festgestellt, ich liebe es intensiv, längerfristig und ja, sage ich mal, sehr nachhaltig mit meinen Kunden zusammenzuarbeiten. Und ich habe zwar auch im Parallel begonnen, Gruppenprogramme aufzubauen und selbst ein Kurse, aber mein Fokus ist definitiv auf diese 1:1-Zusammenarbeit, weil ich für mich herausgefunden habe, dass es mein Ding ist. Mhm. Und das ist auch so das Ding, wo Julie und ich ein bisschen hinwollen heute gemeinsam mit euch ist, was ist dein Ding? Und nicht jeder ist gleich. Oder Julia, wie siehst du das? Absolut. Also ich habe für mich einfach herausgefunden, mein Ding ist halt wirklich die ja, Online-Kurse, begleitete Online-Programme. Also das ist total mein Ding. Ich habe auch einige Kunden, die jetzt so 1:1 mit mir arbeiten und das macht mir auch große Freude. Aber es ist nicht so, dass ich sage, ich will das jetzt so ausbauen, dass ich ja nur noch 1:1 arbeite, weil ich einfach gemerkt habe, das andere ist viel mehr mein Ding.
Und das ist ja letztendlich auch so das, wo es mir in meinem Kongress drum geht. Und deshalb freue ich mich, dass da einfach so viele unterschiedliche Menschen dabei sind. Und ich glaube, was ich oder was wir euch da super gut zeigen können, ist, dass jeder so sein Ding gefunden hat, sowohl im Marketing als auch mit seinem Geschäftsmodell. Und dass das total unterschiedlich sein kann und dass es letztendlich diesen vielen Wege nach Rom gibt und nicht irgendwie den einen heiligen Gral. Und ja, meine Idee war wirklich, dass ich gesagt habe, ich hole mir diese Leute in diesen Kongress, die ich einfach wie dich, liebe Shadia, ja, in den letzten Jahren kennen und schätzen gelernt habe, mit all diesen unterschiedlichen ja, Möglichkeiten und so, dass du einfach für dich als Zuschauer rausfinden kannst, was ist denn meins? Also wo bin ich eher so jemand, der wirklich sagt, ich habe große Freude an einem Online-Programm, Online-Kurs mit all der Technik, die dahinter steht, mit all dem, was man auch vorher erstmal so produzieren muss? Oder ist es wirklich eher deins zu sagen, ich liebe 1:1 und da kann man ein ganz tolles Online-Business eben auch draus bauen, wo du nicht wahnsinnig viele Kunden brauchst, gell? Also das ist ja gerade, das hast du eben schön gesagt, für den Start. Also ich habe ja auch mal gestartet, das war dann kein 1:1-Coaching, aber es war meine virtuelle Assistenzzeit und letztendlich waren das auch Stunden, die ich verkauft habe, also Dienstleistungen als Stunde. Und das ist echt der einfachste Weg, auch um zu starten, oder? Was ist deine Meinung dazu? Ja, das ist definitiv. Also ich sage immer, es ist viel einfacher, einen einzigen Kunden zu gewinnen als 20, 50 oder 100. Mhm. Und das ist ja auch ein Thema, was Menschen haben, die beginnen, online ihre Präsenz aufzubauen. Sie haben nicht die ganz große Liste oder die hohe Folgerschaft auf Social Media. Und das braucht man aber auch nicht. Und das ist auch eine Sache, die wir sicher besprechen werden in unserem Interview. Weil ein Vorteil, wenn man beginnt, one-to-one zusammenzuarbeiten, ist, man braucht vielleicht nur 10 Leute. Es muss nur eine Ja sagen. Mhm. Und wenn das Volumen deines Angebots passt, dann kann es für dich ein trotzdem lukratives Geschäft sein. Mhm. Und das ist eine Sache, die wir beleuchten. Also es ist auf jeden Fall eine super Einstiegsmöglichkeit, gerade wenn man nicht so viele Leute hat, die man ansprechen kann am Anfang. Ja, das ist ja oft das Ding, gell? Wenn du jetzt sagst, ich mache ein Online-Programm und passives Einkommen, von dem ja auch viele träumen oder was dann so hochgepusht wird, naja, da muss man sich halt auch fragen, wenn dich noch niemand kennt, du keine E-Mail-Liste hast, du keine Facebook-Kontakte hast, wer sollte es kaufen? Also und da ist es letztendlich natürlich viel besser, auch mit einem hochpreisigen Programm rauszugehen und erstmal Kunden zu gewinnen, gell? Also ja, das kann ein Weg sein. Oder es gibt andere Wege. Du wirst bestimmt mit anderen Leuten sprechen im Laufe des Kongresses, die vielleicht sagen, hey, ich habe noch keine Liste, aber ich bin trotzdem jemand, der große Mengen an Menschen ansprechen möchte. Dann halten sie ihren eigenen Kongress zum Beispiel im ersten Jahr, bauen ihre Liste auf und im zweiten Jahr bieten sie vielleicht ein Online-Programm an, was aber zu einem niedrigeren Preis ist, aber trotzdem mehr Leute auf einmal anspricht. Es gibt so viele Wege, du sagst, wie man das angehen kann. Und das ist das Schöne an so einem Kongress, weil man hört unterschiedlichste Stories und vielleicht findet man sich darin wieder. Mhm. Und der nächste Gedanke, den ich habe, Julia, ist die Idee, wir sind nicht fixiert als Menschen. Also das, was mich heute anspricht, also jetzt mag ich ganz gern diese viel One-to-One-Arbeit. Vielleicht in 2 Jahren von jetzt ticke ich ein bisschen anders und ich möchte doch mehr auf die Masse gehen. Und das ist auch so ein Ding, wo ich glaube, es lohnt sich hinzuschauen. Was ist jetzt, was steht jetzt an? Nicht, dass es für immer sein muss, einfach. Das ändert sich. Ja. Ja. Total, gell? Also vielleicht auch, ich meine, wir sind ja jetzt am Jahresende und ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es unseren Zuschauern geht, aber ich bin dann immer so und ganz extrem halt so in der Zeit zwischen den Jahren, gell? Dass man dann wieder so reflektiert, was war denn dieses Jahr, wo will man nächstes Jahr hin, was steht einfach gerade an? Und das ist auch so die Idee wirklich von diesem Kongress, also dass du das als Inspiration nutzen kannst. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir uns gucken, wie richtig eine Facebook-Fanpage, eigentlich sagen wir mal irgendwas, sondern als Inspiration wirklich, ich habe Menschen dabei, die sind schon ganz lange dabei, wie wir, gell? Wir sind ja schon recht lange dabei im Online-Business. Alter. Und ich habe aber auch andere dabei, die du vielleicht noch gar nicht kennst, aber die einfach gerade in diesem Jahr richtig gut durchgestartet bin. Und das einfach auch so als Mix dann auch zu sehen, ja, wo könnte für dich
nächstes Jahr die Reise hingehen oder wo möchtest du deinen Fokus hinsetzen? Ja. Ja, das war es jetzt eigentlich. Also wir wollten erstmal euch einladen und ich spreche, glaube ich, am 11. Dezember, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe in meinen Kalender vorhin geschaut über diese hochpreisige Coaching-Angebote, wie das als Geschäftsmodell aussehen könnte, wie das als Ergänzung zu deinem Geschäftsmodell aussehen könnte. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn ihr kommt und wenn wir gemeinsam darüber spricht. Das ist jetzt das Tolle bei Facebook Live, dass wir eure Fragen direkt entgegennehmen könntet. Also wenn dich das Modell interessiert, kannst du an dem Tag schon auch deine Kommentare und Fragen auch dazu geben. Ja, genau. Ich sage immer so, komm zu deinem Lieblingsspeaker auf jeden Fall live, weil wir dann einfach eben die Möglichkeit der Interaktion haben, weil es eben live ist. Gell? Also, ja. Also, und wenn dich das jetzt anspricht und du dabei sein möchtest, und es muss euch alle ansprechen, weil das wird Wahnsinn, dann findest du jetzt in diesem Post oder je nachdem, wo, liebe Shelia, du das Video nachher teilst, dann vielleicht auch unter dem Video, also irgendwo gibt es einen Anmeldelink. Und dann kannst du dich dort anmelden. Der Kongress ist kostenfrei. Und vielleicht das einfach noch so vom Ablauf her. Die Live-Videos, du kannst kostenfrei zu allen Live-Videos kommen. Das Ganze ist 24 Stunden für dich verfügbar. Also auch wenn dann je nachdem, wann die Uhrzeit ist, du nicht dabei sein kannst, kannst du es dir später anschauen. Und nach 24 Stunden wandert das Ganze in das Kongresspaket. Und wenn du sagst, das hat mir gefallen, aber da erzähle ich dann im Kongress noch mehr zu, dann kannst du auch noch dieses Kongresspaket buchen und hast es dann für immer und ewig. Mhm. Also das so vom Ablauf her. Yeah. Ja. Super. Dann haben wir eigentlich alles gesagt. Ja, was? Also dann gehen wir in den Feierabend und wünschen euch allen ein wunderschönes Wochenende. Und wir sehen uns, erholt euch gut am Wochenende. Am Montag früh fängt der Kongress an und dann beginnt es, Julia. Also erhol dich auch gut, so gut es geht am Wochenende, obwohl ich weiß, du hast viel vor. Und ja, ich freue mich einfach auf euch. Ja, ich freue mich auch auf euch. Und wir sehen uns ab Montag im Kongress. Tschüss, schönes Wochenende. Schönes Wochenende.